Tag 2 des Judo Grand Prix in Budapest mit einem echten Showdown. Ungarns Miklós Ungvári stand dem dreifachen Weltmeister Masashi Ebinuma gegenüber. Das Finale in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm, es sollte ein packendes Finish liefern. Denn erst sah es wie ein Sieg des Japaners aus, Ebinuma mit diesem vielversprechenden Angriff, dann aber eine sehenswerte Drehung von Ungvári, mit der er Ebinuma auf den Rücken wirft, Epon für den Ungarn. Mit 37 Jahren wird Ungvári Judo-Grand Prix-Sieger in Budapest, der Mann des Tages und einer, der sich auch Zeit für seine Fans nimmt. Ich möchte meinem geliebten Sport etwas zurückgeben, was ich über Jahrzehnte erhalten habe. Und auch diesen Kindern mit ihrem Funkeln in den Augen. Ich weiß, wie viel es den Kindern bedeutet, wie viel es mir bedeutet. Jetzt gebe ich zurück, Judo und den Kindern. Die Frau des Tages, Aimi Nucci aus Japan. Sie trat gegen die deutsche Martina Traidos an. Die Entscheidung im Finale der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm, sie fällt erst in der allerletzten Sekunde. Der Ippon zum dritten World Judo Tour Gold der Japanerin in diesem Jahr. Meine Gegnerin war sehr stark, also musste ich auf den richtigen Moment warten. Es war nicht wirklich geplant, aber am Ende hatte ich Glück und habe die richtige Gelegenheit gefunden, sie mit einem Uchimata zu werfen. Und es gab noch mehr Action am zweiten Wettkampftag. Die Slowenin Andrea Leski mit diesem großartigen Gegenangriff zur Bronzemedaille in der Klasse bis 63 Kilogramm. Bis ganz oben aufs Podium schaffte es bei den Männern der Russe Alan Kubetsov. Er bezwang in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm Kenya Kohara mit Ippon und holte Gold. Genau wie die Japanerin Saki Nisoe in der Klasse bis 70 Kilo. Der Wurf des Tages kam vom Schweden Robin Paček. Im Bronzefinale gegen Frank De Wit warf er den Niederländer mit dieser cleveren Fußarbeit auf die Matte.